Jo, gut. Viel Spaß. Jo, dann herzlich willkommen zum heutigen Vortrag mit Tickmill. Und zwar ja, erstmal vielen Dank auch da an Tickmill für die Einladung. Bei der WOT selbst habe ich am Standort noch nicht geredet, jetzt aber online. Und ja, freue mich auf eine schöne Stunde mit euch. Ich habe so mitbekommen, ihr könnt natürlich chatten, aber wenn ihr Fragen habt, dann bitte in das Fragefenster dann reinstellen. Und genau, dann schauen wir mal, wie wir durchkommen. Wir fangen ja pünktlich an. Da kommt auch die Erinnerung. Wir fangen ja pünktlich an und nach dem Risikohinweis, den alle zur Kenntnis genommen haben, geht's rein. Erfolgreiches DAX-Scalping. Ich möchte mit euch gerne so ein bisschen auch was erarbeiten. Auch, dass ihr vielleicht ein bisschen mitdenkt. Ich hoffe, dass es geht ganz gut nach dem Mittagessen. Vielleicht hat der ein oder andere ja gerade ein Espresso in der Hand und lauscht jetzt hier meinem Vortrag. Wie gesagt, wenn Fragen sind, unter Fragen dann einfach reinstellen. Ich werde ab und zu mal rüber gucken, jetzt nicht ständig, sonst komme ich zu sehr aus dem Redefluss raus. So, man hat es ja schon bei Michael Vogt gerade eben gemerkt, viel zu viel Stoff für viel zu wenig Zeit. Und das Problem habe ich auch. Ich habe heute versucht, mich bewusst zu reduzieren und würde dann auch gerne am Ende die Zeit denn wirklich nutzen, wenn ich es schaffen sollte, verkürzt fertig zu werden, auch gerne auf eure Fragen eingehen. Ja, also das ist mein Ziel. Und das Ziel dieses Vortrags ist es, dass ihr danach den DAX ein bisschen mit anderen Augen seht, wie ich was aufbaue. Und sicherlich das ganze Thema ist sehr, sehr umfänglich und in einer Stunde kann das auch immer nur ein Anriss von gewissen Themengebieten sein. Aber es kann vielleicht genau für bei den einen oder anderen das Aha-Moment auslösen oder den Aha-Moment auslösen, um dann zu sagen, okay, ich gehe da mal weiter. Ja. Und wir gehen mal rein. Die Agenda heute, Kurzvorstellung zu meiner Person werde ich ein, zwei Worte sagen. Für die, die mich nicht kennen, dann möchte ich den Kurzfristhandel Scalping vorstellen, auf die typischen Fehlerquellen im Scalping eingehen, wie man diese Fehler, also Lösungen, um diese Fehler zu vermeiden und dann nochmal so einen Blick auf den Markt. Also ich habe jetzt nur ein Beispiel, weil es hieß, vielleicht beim Übertragen vom Bildschirm und so weiter wird es ein bisschen ganz kritisch werden. Dennoch, wenn auch Zeit sein sollte, hätte man auch die Möglichkeit, dass ich einfach mal auf den Markt noch eingehe und auch da vielleicht nochmal die eine oder andere Frage beantworte für euch. Genau. Gut, dann also kurz zu meiner Vita. Also ich bin seit 2001 und mittlerweile selbstständiger Trader, sehe hier auf dem Bild wesentlich hübscher aus. Und genau, ich habe bis zum Jahr 2010 zu 100% vom Trading gelebt. Dann in der Zeit meines Trading Service bei Gottmund Trader, ja, ist die Coaching-Tätigkeit immer größer oder hat immer mehr Platz eingenommen. Und heute ist es eher so, seit 2018 bin ich nicht mehr bei Gottmund Trader, also im Sinne dessen, dass ich dort einen Premium-Service habe, sondern jetzt bin ich wieder eigenständiger Händler, Trading-Coach und halt auch Referent für unterschiedlichste Broker. Und ja, in diesem Jahr zu Corona habe ich eine Online-Ausbildung veröffentlicht. Davor habe ich immer nur 1:1-Coachings gemacht. Oder halt mal so ein Online-Seminar im Auftrag von Gottmund Trader. Und jetzt ist die Nachfrage aber so groß gewesen, auch zu Corona, dass ich dann das Ganze mal als Online-Ausbildung gemacht hat. Und dieser Kurs jetzt, den man online dann besuchen kann, ist erst vor 2 Tagen fertig geworden. Also ich habe es noch rechtzeitig geschafft, diesen Kurs auf eine Online-Plattform zu bringen. Und da habe ich auch ein kleines Special für euch. Wie gesagt, meine Devise als kurzfristiger Trader ist es, dass ein Trade nur 5 Minuten dauert. Und das entspricht meiner durchschnittlichen Haltezeit, die dann eher ja wirklich bei hoher Volatilität auch deutlich unter 5 Minuten liegt. Wie man damit erfolgreich sein kann, das, wie gesagt, in dem Vortrag möchte ich euch das gerne vorstellen. Kommen wir mal ganz kurz, für alle, die vielleicht noch nicht so in der Materie drin sind oder vielleicht auch auf der Suche sind und noch nicht ganz genau wissen, was Kurzfrist-Trading Scalping ist. Also Scalping kommt aus dem Englischen und bedeutet herausschneiden. Und hier ist es so, dass es, ich zeige euch dann gleich mal ein, zwei Beispiel-Trades, ganz wahllos, was dieses Herausschneiden wirklich bedeutet. Die Frage ist halt, worin unterscheidet sich eigentlich Scalping von anderen Trading-Stilen? Und ich habe bewusst im Hintergrund da so einen Sprinter
reingestellt, als Bild reingemacht, denn der Skyper ist, wenn man so möchte, im Sportlichen gesehen, der Sprinter unter den Tradern, ja, also sehr kurzfristig unterwegs versus gerade eben Michael Vogt, der teilweise als Swing-Trader teilweise sehr, sehr lange im Markt investiert, also das Gegenteil von dem, was ich halt mache, ja. Und der Fokus bei so einem Sprinter liegt ganz klar auf dem Start. Ja, für einen Swing-Trader ist vielleicht der Einstieg nicht ganz so entscheidend. Ja, man sagt zwar, im Einkauf liegt der Gewinn, aber bei einem Scalp-Trader ist es natürlich entscheidend, zur richtigen Sekunde zu drücken. Und da ist es manchmal so, dass wirklich es schon bei hoher Volatilität einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt drücke oder in 10 Sekunden, und da ist der Markt dann schon vielleicht 10 Punkte gelaufen. Ja, das bedeutet für mich automatisch 10 Punkte weniger verdient, 10 Punkte mehr Risiko zu meinem bisherigen Stop und so weiter. Das kann dann für den Scalp-Trader dann schon eine ziemliche, eine verpasste Trading-Chance sein unter Umständen. Ja. Genauso wie beim Sprinter ist der Start alles entscheidend und liegt, ja, da kann man nicht wie bei so einem Marathonläufer erstmal noch was trinken, ja, da sind die anderen schon im Ziel innerhalb von 9 Sekunden. Der Fokus liegt auch auf eine hohe Trefferquote. Bei der hohen hohen Trefferquote, damit können sich viele anfreunden. Was bedeutet eine hohe Trefferquote? Bedeutet ja schlichtweg einfach nur, ich liege halt öfters richtig als verkehrt. Und klar, im Sinne dessen, Recht haben zu wollen, möchte man oder möchten viele Trader eine hohe Trefferquote haben, also oft richtig liegen, um einfach dafür sich sozusagen die Belohnung zu holen, ich bin gut. Das hat aber auch hier und da durchaus Fehler oder eine Schattenseite, denn ich kenne Trader und auch ich habe früher da auch mal dazu gehört, wenn's heißt, du Heiko, ich habe eine Trefferquote von 80%, dann könnte ich immer schon den Satz vervollständigen und du bist wahrscheinlich nicht erfolgreich. Und da sagt er, ja, woher weißt du das? Weil das oftmals Trader-Typen sind, die einfach aufgrund der hohen Trefferquote schnell einfach mit einem Punkt gewinnen, glattstellen, oder der Markt war 7 Punkte im Plus und dann, wenn er auf einen Punkt fällt, dann wird schnell wieder glattgestellt. Also das heißt, der Rumrutschfaktor bei diesen ist halt sehr hoch, ja. Was man gerade von Michael, ich habe nämlich von Michael gerade die letzten Worte so die letzte Viertelstunde mir mit angeschaut, ja. Genau, also auch für den Sprinter ist es ja auch so, der Sprinter, der kann ja 3, 4, 5 Läufe nacheinander machen, ja, so Marathonläufer läuft den Marathon einmal, dann ist er bis auf die ein paar Wahnsinnigen, die halt so irgendwelche Supermarathons laufen, aber im Normalfall nach einem Marathon und ein paar Stunden unterwegs sein, hat man es geschafft und läuft dann nicht noch einen zweiten, ja. Der Fokus dennoch, wie gesagt, um dem Thema der Trefferquote ist halt nicht alles, ist schön und ist auch gut. Ich habe auch Tage, wo ich eine Trefferquote habe bei 10, 20 Trades von 100%, aber da sind auch sicherlich der ein oder andere Plus Einser dabei, aber es ist dann halt, wenn einfach ein Tag richtig gut läuft, dann gelingt das halt einem auch, aber im Großen und Ganzen muss neben der Trefferquote auch der Fokus darauf gelegt werden, dass man allgemein ein gutes Verhältnis von durchschnittlichen Gewinn und Verlusten halt hat. Das kann man jetzt nicht punktuell auf jeden Trade sehen. Also ich habe ganz viele Trades, die ich eigentlich mit einem Chance-Risiko-Verhältnis, was auch nur rein theoretischer Natur ist, bei unter 1 liegt. Ja. Also man kann am Ende sagen, dass wenn man als Beispiel sagen würde, jetzt Trading ist eine Laufsportart, dann wäre halt Swing Trading so der Marathonläufer, dann gibt es irgendwelche Crossfit-Läufer, ja, und Scalping ist dann am Ende der Sprinter unter den Läufern, und damit ist dann beim Scalping muss man sich genauso wie der Sprinter auch allen, ja, Vor- und Nachteilen unterordnen oder diese verinnerlichen und sich dem unterordnen, um einfach für sich gesehen in diesem Bereich sich weiterzuentwickeln. Auch die Sprinter entwickeln sich von Jahr zu Jahr weiter, was weiß ich, neue Lauftechniken, super spezielle Socken, keine Ahnung, Schnürsenkel oder die Sohle oder die Spikes. Und bei uns im Skype-Trading ist es halt auch so, man muss sich genauso auch den Märkten anpassen, vor allem im kurzfristigen Bereich weiterbilden, ausbilden, spezialisieren, damit man einfach in seinem Stil halt zum Experten halt wird. Ja, und ich selber handle in dieser Art jetzt,
um die 20 Jahre. Habe auch mal angefangen mit anderen Trading-Stil und bin dann aber dort hängen geblieben bei diesem Stil, wo er meiner Persönlichkeit am nächsten kommt. Hier sind einfach mal ganz willkürlich ein paar Beispiele aus der Praxis. Ihr seht, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, da mal ein, zwei Punkte, dort drei Punkte. Ah ja, ich kann ja jetzt zeichnen, weil ich ja jetzt hier online bin, anders als vorhin. Dann kann ich ja mal mein Zeichentool nehmen und ich kann hier auch die Lupe nehmen. So. So. Hier habe ich jetzt mal die Lupe genommen. Das heißt, ihr seht hier einfach, ich habe hier einen Long Trade gemacht an der Unterstützung. Ja, 6,4 Punkte, 6,1 Punkte, 1,9 Punkte, dann nochmal 2,4. Hier unten mal einen Short Trade gemacht, im Rücklauf dann ausgestoppt worden. Ja, 6, 2 Punkte, 7 Punkte. Also jetzt nicht die Welt. Oder hier habe ich den ganz klassischen Breakout getradet. Einmal 9 Punkte, einmal 20 Punkte. Dann hier nochmal versucht, in einem Trend reinzukommen, ging nicht nach oben durch. Einmal 12 Punkte, einmal 0,2 Punkte und hier dann nochmal 3,4 Punkte. Also, wie gesagt, ihr seht, ja, man schneidet sich halt wirklich da immer ein paar Stücke aus und gegenüber einem anderen Trader, der halt versucht, oder andere Trader versuchen ja dann hier vielleicht von hier unten long zu gehen, oder machen wir es mal blau, hier unten long zu gehen und versuchen dann halt sehr lange zu halten, ja, bis der Markt halt dann irgendwann mal einen dann halt ausstoppt und überlassen dem Markt das halt. Und das ist einfach der Unterschied oder das ist die Arbeitsweise. Und wer sich damit anfreunden kann, mit dieser Arbeitsweise des kurzfristigen Tradings, der, ja, der muss sich auf diesen Bereich, oder ich habe dann auch irgendwann gesagt, das ist mein Bereich. Und der hat halt auch einen gewissen Nachteil, nämlich, dass ich durch das Rausschneiden am Ende lange Bewegungen fast immer verpasse. Aber das ist auch nicht schlimm, weil der Sprinter läuft seinen Sprint und läuft ja danach nicht Marathon weiter. Und wenn man das mal akzeptiert hat, fällt einem auch vieles einfacher, nicht stetig einer langen Bewegung hinterher zu heulen, weil man ja wieder zu schnell rausgegangen ist. Also wie gesagt, ich weiß eins, ganz plakativ gesagt, ich bin zu blöd für eine lange Bewegung. Ich habe so oft versucht, ab und zu gelingt es mir auch mal, eine längere Bewegung zu erwischen, aber das ist schon eher selten. Passiert vielleicht ein oder zweimal im Monat, wenn überhaupt. Ja. Und immer wenn ich es versuche, werde ich oft, viel zu oft, doof ausgestoppt, wo ich dann sage, okay, ich brauche es eigentlich auch nicht versuchen. Ja. Dann, das hätte man natürlich jetzt animieren können, wenn ich das Ganze hier, aber ich lese es mal vor, wir gehen es von oben. Also was sind die typischen Fehlerquellen beim Scalping? Zum einen das rein technische Handeln. Das rein technische Handeln, dahinter steht ja zufällig erfolgreich. Was ist damit gemeint? Natürlich funktioniert, also wenn man jetzt nur mit einer Technik handelt, ja, dann ist man ja immer dann erfolgreich, wenn, was passiert logischerweise, wenn der Markt natürlich genau das macht, was man mit der Technik handeln möchte. Also das heißt, keine Ahnung, man nimmt Bollinger Bänder und nur immer, wenn der Markt vom oberen Bollinger Band zurückkommt, dann kann man erfolgreich einen Short Trade machen oder wenn er von unten zur Mittellinie läuft, kann man erfolgreich einen Long Trade machen. Wenn das halt nicht passiert, kann man keinen erfolgreichen Trade machen. Und deswegen sage ich immer, wenn man rein technisch handelt, ist man vor allem im Scalp-Trading zufällig erfolgreich. Warum? Die Märkte variieren ganz oft zwischen Trend und Range. Vor allem im 1- und 5-Minuten-Chart ist es so, dass das ja stetig untereinander abwechselt. Ne? Mal geht es eine halbe Stunde in einen Trend nach unten, dann geht es wieder eine Stunde seitwärts. Gestern ging es, keine Ahnung, gefühlt 7 oder 8 Stunden seitwärts. Ja, dann gibt es halt Tage, da läuft der Markt den ganzen Tag im Trend. Ja, und immer wenn man da zu spät dran ist oder das nicht richtig anwendet, dann ist man mit rein technischen Handeln eher zufällig erfolgreich. Was natürlich eine Lösung sein könnte, gehen wir nachher gleich drauf ein. Viele sind auch so ein bisschen immer nach der Suche nach dem Heiligen Gral. Also sie fragen immer, also sie suchen nach dieser einen Strategie, die halt immer geht. Und allein schon durch die Aussage wird dieser Heilige Gral schon negiert, weil es einfach unterschiedliche Zustände gibt. Also ganz, ganz einfach gesagt, Range und Trend. Ja, das heißt, ich bräuchte theoretisch bei der Suche nach dem Heiligen Gral, nach dieser einen Strategie, eine Strategie, die sowohl im Trend wie auch in der Range funktioniert. Dass das nicht funktionieren kann, sehen wir dann gleich, wenn wir uns das ganze Thema nochmal ein bisschen erarbeiten. Was eine ganz große Fehlerquelle ist, bei
vor allem bei Leuten, die im langfristigen Trading haben sich im 60-Minuten-Chart oder Tageschart, 60-Minuten-Chart in dieser Gegend da versucht und merken, okay, ich kann mit dem halten, komme ich persönlich nicht klar. Ich muss irgendwie schneller rein und raus und dann sehe ich, wenn ich dann mal in so ein Coaching bei jemandem reingehe und sage, zeig mir mal deinen Trading-Bildschirm, und wenn ich dann auf den Bildschirm gehe, dann sehe ich dort nur einen 1-Minuten-Chart und das hat ganz viele Fehlerquellen. Ich kann einfach bei einem 1-Minuten-Chart viel zu wenig zurückgucken von der Zeit her. Also wenn ihr jetzt einen 1-Minuten-Chart zurück zusammenstaucht, dann könnt ihr vielleicht eine Stunde, eventuell noch einen ganzen Tag zurückgucken, aber ihr würdet nicht sehen, wenn zum Beispiel der Markt gerade das Tagestief von vor 2 Tagen testet. Ja, das fehlt euch dann. Deswegen der Überblick, wenn wir es nachher noch schaffen, würde ich nochmal reingehen, wie analysiert man den Markt vom Großen ins kleine Bild. Ja. Und dann wird oft auch, vor allem im Scalp-Trading, aus dem Lehrbuch, ein verkehrtes Trade-Risiko-Money-Management angewandt. Also ich selber habe ja den Weg selber bestreiten dürfen. Also ich muss mir nebenbei mal was zu trinken holen. Selber bestreiten dürfen und habe auch am Anfang gehandelt, ja, und dachte hier Risiko 1% Regel, ja. Und das hat aber, das hat überhaupt nicht funktioniert für mich, oder im Scalp-Trading kommt man so auch nicht vorwärts, vor allem, wenn man ein kleines Konto hat. Wenn man, weiß ich, ein 100.000-Euro-Konto hat, aber ich habe mich damals, glaube ich, mit 23 habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Scalp-Trading und ich habe meine ganze Karriere mit einem 5.000-Euro-Account angefangen. Ja. Und das war alles, was ich hatte. Und am Ende des Jahres war ich um die 80.000 Euro. Und damit hatte ich dann eine Grundlage und damit konnte ich dann sozusagen auch das Risiko Money Management dann entsprechend anpassen. Ja. Aber wie gesagt, hier sind ja Haufen Leute da. Jeder hat einen anderen Stand. Ja. Der eine ist 20, der andere ist 50. Ja, und so gibt es halt unterschiedlichste Voraussetzungen auch. Was halt auch viele ziemlich fertig macht, rein vom Gefühl her sagen sich, okay, ich will eigentlich kurzfristig handeln, aber ich stelle dann immer fest, dass sie psychisch und vor allem auch mental total überfordert sind. Also ich habe jetzt mit jemandem Live-Coaching gemacht und bei dem Live-Coaching ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, so, jetzt erklär du mal, was du da handelst. Und es war echt krass, also der Markt, der war so fertig gewesen, muss ich ganz kurz ausholen, ja, von der Zeit her passt das. Ganz kleine Anekdote. Also das heißt, sein Rumrutschfaktor war extrem hoch. Ja. Ha, hier hätte ich rausgehen müssen, da hätte ich einsteigen sollen. Ach, jetzt habe ich das verpasst, jetzt haben wir uns gerade unterhalten, jetzt habe ich den Einstieg hier verpasst. Hier hätte ich anders machen sollen, also immer nur hätte und zwar alles nie gut. Und wenn er dann in der Position drin war, dann hat er, weiß nicht, also komische Sachen halt gemacht im Sinne von total nervös gewesen, ja, und völlig überfordert halt, ja, also den Fokus verloren, den Blick verloren, alles, was er vorher gesagt hat in der Analyse, was auch logisch klang und was auch gepasst hat, das wurde alles über Haufen geschmissen, ja. Und da habe ich auch gesagt, stell dir mal vor, das ist doch dein Beruf, also Trading, kurzfristiges Trading sollte ja doch ja ein Einkommen verschaffen, also Gewinne produzieren, und stell dir mal vor, du würdest auf Arbeit ja genauso reagieren oder agieren. Ja, das heißt, du sitzt an einem Bürotisch und dann, mein Handy klingelt oder irgend sowas, ja. Also jedes Mal halt so emotional so voll geladen sein, hier, ich hole mir mal einen Kaffee, ja, oder irgend so. Und da, deswegen, also da muss man auch gucken, dass man dort diesen Rumrutschfaktor entsprechend halt minimiert und sich auch da wirklich mental auf diesem Level dann ja gut verhalten kann, ja. Und ganz oft einer der großen Fehlerquellen und was viele vergessen, dass das Fundament eines auch jeglichen, sei es im Trading oder auch in anderen Bereichen, ist so eine Auswertung wirklich ja extrem wichtig beim Aufbau eines Unternehmens. Das heißt ja nicht umsonst, aus Fehlern kann man lernen. Und das sollte man auch. Man sollte aber auch aus guten Sachen, also von guten Sachen, die man weiß, die man im Trading gut kann, die sollte man auch stärken. Und wichtig ist halt wirklich, sich sehr am Anfang vor allem sehr intensiv mit diesen Auswertungen zu befassen. Vor allem nämlich dann, wenn es nämlich nicht läuft, um daraus heraus dann auch Veränderungen herbeiführen zu können. Ja. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann her damit. So, gut, dann gehen wir hier weiter.
Hier kann ich klicken. Wir nehmen mal so eine ganz kurz so eine Fehlerquelle. Ich merke schon, von der Zeit her wird es doch eng. Jetzt so langsam. Aber ich mache das ein bisschen schneller. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wir sehen hier einen 1-Minuten-Chart vom DAX. Und wenn ich jetzt sage, okay, wie läuft der Markt jetzt weiter? Ja, und das Schöne wäre, ich hätte jetzt mal eine Umfrage gestartet. Ich habe leider keine jetzt vorbereitet. Aber vielleicht kann ja eine, oder vielleicht könnt ihr ja reintippen in dem Chat, H für hoch und R für runter. Ja, also was macht der Markt als nächstes? Die nächsten 5 Minuten oder so. Ja, geht's hoch oder geht's runter? Und das Interessante wird wahrscheinlich sein, dass wir hier durchaus dann unterschiedliche Meinungen hätten, nämlich, dass es entweder hoch oder runter geht. Rein vom Lehrbuch her, würde das hier eine sich ausbildende Dreieckformation sein und definitiv nach rechts, das ist sehr gut. Genau. Genau. Ah, hier. Hoch oder runter? Ich weiß es. Ich kann die Antwort geben. So. Wir machen mal, ihr schreibt ja gerade fleißig und die Elena hat sogar hier gerade so eine Umfrage gestartet. Ich hoffe, Elena, du managst das, weil ich weiß nicht, wie es geht. Gut, alle sagen hoch. No worries, dafür bin ich da. Jawohl. Sehr gut. Ja, okay, dann mache ich mal die nächste, ich mache mal den nächsten Slide auf und jetzt sagen natürlich alle, ich hab's gewusst, ja, dass der halt hochgeht. Ja. Wir warten noch ein bisschen. Ach, wir warten. Wir haben schon ordentlich Antworten. Ja. Kann man die Antwort dann übertragen? Ja, ja, aber rate du doch mal, wie viel Prozent sagen hoch und wie viel runter? Ich würde sagen, 70% sagen hoch. Ah, sollen wir jetzt, ich gebe euch noch mal eine Minute und ich mache eine Minute zu. Ja, cool. Okay, dann machen wir weiter, ich komme in einer Minute noch mal zurück. Ja. Also wie gesagt, die rein technisch gesehen ist es ja so ein sich bildendes Dreieck mit dem Ziel, dass der Markt Richtung 13.112 geht. Und wenn man dann in so einem Trade drin ist, mit der Folgeminute als Beispiel, steigt man ein und dann ist man genau in der Sekunde auch vorne. Ja. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt den nächsten Slide aufmache, ja, also hier in der Phase kann man sagen, oh, sicher, der Markt geht halt hoch. Ja. Und hier sieht man jetzt, okay, die nächsten 3 Minuten geht das halt runter. Und jetzt liegt natürlich Variante 2 vorne. Jetzt kommt der ein oder andere Trader dann auf die Idee, alles klar, jetzt geht der Markt runter Richtung 13.042 oder vielleicht sogar 13.018. Wir haben die Trendlinie gebrochen und dann gibt es halt genug Trader, die auch eine Short-Meinung haben, ja, weil die Trendlinie gebrochen ist. Und dann schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Wir sehen das hier. Der Markt hatte eigentlich nur ganz kurz die 13.042. Ich markiere das hier nochmal. Die 13.042 herausgenommen, ist auch nicht zur 13.018 runtergelaufen, ist danach wieder hochgelaufen zur 13.078 und hat dann irgendwann hier die 13.112 gehalten. Und wir sehen, dass der Markt halt einen im DAX dann auch gerne mal in der Nase rumführt. Ja. So. Heiko, ich habe das Ergebnis. Los. Jetzt weiß gar nicht, wo hoch, sage ich dir auch nicht. Hoch 61%, runter 39%. Ah ja. Aber das, sehr nah dran. Ja, aber da sieht man ja, und das ist ja das Schöne, dass ja, und ich habe das in meinem, gehe ich gleich nochmal drauf ein, in dem Grundkurs Skype Trading, habe ich auch einige Situationen mit Teilnehmern gemacht. Und das Schöne ist ja, jeder von euch da draußen geht ja oder gibt ja seinen Tipp ab, in der Erwartung richtig zu liegen. Und oftmals ist es so, dass die Mehrheit kurioserweise verkehrt liegt. Ich meine, man lag ja auf alle Fälle mal für die Minute, lag man definitiv richtig. Aber 3 Minuten später wäre es dann schon wieder schlecht gewesen. Und genau daraufhin sich so technisch, sage ich jetzt mal so festzulegen, ist vielleicht dann, merkt man, dass das vielleicht nicht optimal ist. Wie gesagt, das ist ein Beispiel von sehr vielen. Und wer mich kennt oder wer meinen Ansatz des Tradings kennt, der weiß auch, dass ich oftmals so einen Spruch bringe, schräge Linien für schräge Typen. Das heißt, ich selber würde diese schräge Trendlinie gar nicht einzeichnen. Ich habe das Beispiel deswegen genommen, weil jemand, genau, das ist nämlich noch gar nicht so lange her, vor 2 Tagen, weil jemand genau diesen Ausbruch gehandelt hat und ich habe gesagt, okay, ich gucke gar nicht so auf den Markt, sondern ich gucke halt horizontal und horizontal wäre das für mich einfach ein wichtiger Preisbereich hier.
Und ich würde hier sozusagen das dann eher als Unterstützungslinie sehen und würde da dann den Fokus auf Long sehen und nicht aus der schrägen Trendlinie, dass der Markt da runterfällt oder bis dahin fällt oder was auch immer. Ja. Aber gut, das soll nur eine Situation mal zeigen, nur exemplarisch. Ja, natürlich, es gibt genauso viele technische Situationen, die auch ganz klassisch aufgehen. Das ist auch so. Aber der DAX vor allem ist ein Markt, der auf der Suche nach Liquidität ist und euch meistens in die Irre führt und genau dorthin läuft, wo von einem selber oftmals die Stops liegen. Ja, und da ist der Markt dann schon ein bisschen schwer zu nehmen. Das Beispiel ist jetzt zwar hier, jetzt habe ich das nicht als solches aufbereitet, aber wenn ihr es hier seht, hier läuft der Markt von da oben relativ weit runter, hier läuft er ja auch nochmal runter und dann läuft er oben raus und dann denkt man, okay, jetzt geht er halt oben raus und ihr seht es schon hier wieder ausgebrochen und trotzdem wieder nach unten gelaufen. Na, ich glaube, hier geht es dann irgendwie wieder hoch in einem Trend oder so. Aber da sieht man halt, dass der Markt halt über einen Hoch geht und fällt und dann ein Tief fällt und danach steigt. Ja, war ja heute, glaube ich, auch ähnlich so. Ja, und das heißt, man muss hier hergehen und nach Lösungen suchen. Und auf die kommen wir jetzt als nächstes. Und ich möchte die Lösungsansätze mit euch gemeinsam erarbeiten und nicht einfach euch vorlegen. Eine Frage, die passend ist, deine Aussage, also schräge Linien taugen gar nichts würde ich nicht sagen. Bei mir ist alles, was ich immer sage, heißt typischerweise und typischerweise ist gleichzusetzen mit ca. 70%. Ich sage jetzt mal, eine gute, ausgebildete Trendlinie, die mehrfach hält, die zeichne ich vielleicht alle halbe Jahre mal ein, aber ansonsten eher nicht, weil das Problem von einer schrägen Trendlinie ist einfach, wenn wir uns überlegen, wie wir in einem Markt investiert sind, dann ist der, wie auch vorhin schon mal in dem anderen Beitrag von Michael Vogt, man tut ja seinen Gewinn und Verlust immer von dem Einstieg aus messen, also sein Empfinden. Ja, also Gewinn ist gut, Verlust ist nicht so gut und plus eins, ja, da rauszugehen. Und das heißt, man handelt eigentlich horizontale Preisbereiche und weniger schräge Linien. Dennoch kommt es auch oft genug vor, dass hier und da natürlich auch eine Trendlinie halt hält. Aber die Trendlinie ist nur für den, ist ja nur dann relevant, wenn die Trader, die den Markt machen, diese Trendlinie auch handeln. Ja. Und die sehen. Und dann ist halt die Frage, wie lege ich die Trendlinie an? Also es gibt halt sehr viele Unsicherheitsfaktoren, weshalb eine Trendlinie für mich nicht so aussagekräftig ist wie einfach eine horizontale Linie. Weil wenn die Marke 13.000 dort liegt, dann liegt die da und wenn das im Widerstand ist, dann ist das halt auf der Linie. Ja. So, und wenn das noch ein Tageshoch war, dann sieht, egal ob jemand im Tageschart dort reinguckt, der sieht im Tageschart, das Tageshoch ist dort, im Stundenchart sieht er, das ist ein Hoch gewesen, im 5, im 1, egal in welcher Zeiteinheit, es ist für jeden die gleiche Linie. Ja. Deswegen. Gut. Wie gesagt, ich möchte mit euch die Lösungsansätze erarbeiten. Allein wenn ich euch dieses Bild hier zeige, kommt der Kopf nicht drum herum, das Bild schon durchanalysiert zu haben. Und natürlich, dass das Bild schon fertig ist, hat man alles ja schon perfekt umgesetzt gedanklich. Ja? So. Die Frage ist, was macht der Markt? Was sehen wir? Wir sehen hier zwei unterschiedliche Sachen. Die Wörter sind heute schon zweimal gefallen. Oder mehrfach gefallen, meine ich, die beiden Zustände, Marktzustände. Und die sind, glaube ich, ganz klar. Wir haben einmal eine Range. Klassifiziert sich einfach, dass die Hochs auf einer Ebene oder nah in einem Preisbereich liegen oder in einer engen Handelsspanne. Irgendwo im DAX, ich sage jetzt mal, im DAX ist für mich, wenn der Markt auf den Punkt genau handelt, der nie, aber wenn der da irgendwie so 3, 4, 5 Punkte oder auch 10 Punkte um lokale Hoch- und Tiefpunkte drumherum schwankt, dann haben wir eine Range. Wenn die lokalen Hoch- und Tiefpunkte halt nicht auf einer Ebene sind, sondern versetzt sind, dann haben wir einen Trend. Also man kann jetzt hier ganz einfach hergehen und sagen, wir machen einen tiefen roten Punkt und an einem Hoch einen blauen Punkt. So, dann seht ihr, die blauen Punkte sind auf einer Linie, die roten Punkte ja, auf einer Linie. So. Und in einem Trend ist es halt so, die Punkte sind hier, ja, versetzt
und die blauen Punkte auch versetzt. Ja. So, wenn ich das Ganze quetschen würde, dann würde aus dem Trend auch eine Range bleiben. Also wieder werden. Ja. So. Also das ist mal die erste Frage. Wir haben einen Zustand und die Frage ist, was haben wir gerade? Eine Range, einen Trend oder auch nicht definierbar geht auch. Das heißt, kann ich nichts mit anfangen. Also das ist irgendwie so ein Mischmasch aus Trend und Range, damit kann ich nichts anfangen. Also nicht definierbar heißt gleich, kenne ich nicht, handle ich nicht. Ja, ganz wichtiger Hinweis. Also alles, was ich nicht kenne, handle ich auch nicht. Gut. Dann ist die Frage, bleibt die Struktur oder ändert die sich? Das ist eine Frage, die für immer und ewig ein ziemlicher Knackpunkt im Trading ist. Weil, ich hatte ja gerade gesagt, wenn ihr rein technisch handelt, dann seid ihr zufällig erfolgreich oder auch nicht. Ja, eins von beiden. Weil, wo ist die größte Schwierigkeit? Nämlich, die größte Schwierigkeit ist doch genau da, wo sich das mit den roten Punkten eingezeichnet ist, wo sich die Struktur halt verändert. Und wir wissen ja auch jetzt in dem fertigen Bild nur, dass sie sich verändert hat, weil es hätte ja auch sein können, dass der Markt hier oben rausbricht und dann hier nach unten komplett wegfällt. Also das heißt, dieses Hoch rausnimmt und komplett nach unten wegdriftet. Kann ja auch passieren. Und genau in diesem Umfeld, da gibt es die größten Probleme und da haben auch die meisten Trader ihre Schwierigkeiten, da umzudenken. Und das geht dann wiederum eher nur, wenn man im Kontext denkt, und damit die Akteure dahinter kennt und genau im Detail überlegt, nämlich die nächste Frage, die sich dann eigentlich logischerweise daraus ergibt, wie kann ich das denn verdammt nochmal erkennen, dass sich jetzt diese Struktur dort ändert? Ja, und da heißt es dann, das Ganze zu fragen. Mein beliebtester Ausspruch ist dann immer die Sache nicht, wo geht der Markt hin? Ja, sondern wie macht der Markt was? Also im Detail, wie läuft der? Sehen wir, dass der Markt hier Tendenzen hat, kurz am Ende der Trading Range oder dass er halt zwar in einer Minute rausgeht, aber im 5-Minuten-Chart trotzdem in der Range halt schließt. Was passiert, nachdem der Markt ein Umkehrsignal gemacht hat? Wie sieht der Trend denn genau aus? Ist es ein Trend so wie hier oder ist es vielleicht ein Trend, wo der Markt halt aus einer Seitwärtsrange rausbricht und sehr weit, sehr, sehr stark steigt und dynamisch steigt. Ja, das heißt, die Punkte, wenn man das so will, das ist hier der letzte Punkt 2, Punkt 2 und machen wir es hier so ein bisschen runter, ein Punkt 3. Das heißt, der Punkt 3 hier liegt deutlich über dem Punkt 2. Es gibt ja aber auch Trends, wo der Markt halt, wo Punkt 2 und Punkt 3 auf einer Linie sind. Das ist für mich der perfekte Trend. Und dann gibt es natürlich auch Trends, die so aussehen. Ja, wo der Punkt 2 ist und der Punkt 3 liegt da drunter, aber immer noch über den letzten Punkt 3. Ne? Das heißt, also man hat unterschiedliche Trends und das ist es halt, das gilt es zu klassifizieren, zu strukturieren. Und ich sage immer so, im Sinne des Marktes oder am Anfang als Anfänger sollte man daher gehen und erstmal davon ausgehen, dass der Markt halt das, was er gerade macht, beibehält. Natürlich, wenn man das zu lange handelt, ist man immer auch derjenige, der den Ausstopper da mit hat. Das heißt, wenn ich hier davon ausgehe, die Range bleibt eine Range und ich gehe hier oben short, ja, dann werde ich das Ganze auch da machen, wo ich dann irgendwann mal ausgestoppt werde. Aber dreimal vielleicht einen Gewinntrade oder nochmal einen Plus-Minus-Null-Trade zu haben und einmal ausgestoppt zu werden, ist immer noch besser, wie bei dem gestrigen Tag gestern, wo der DAX 7 Stunden oder was auch immer, wie viele Stunden in der Range war, als jedes Mal hier zu überlegen, ich handle den Ausbruch, ich handle den Ausbruch, ich handle den Ausbruch. Ja, das heißt, man bekommt hier einmal 10, 20 Punkte, nochmal 10, 20 Punkte, nochmal 10 Punkte Stop-Loss, hat dreimal einen Stop-Loss und hat dann hier einmal und freut sich, so geil, ich habe es gewusst, der Ausbruch kommt, ich habe plus 10 Punkte gemacht und am Ende des Tages hat man trotzdem Geld verloren. Ja. Und deswegen, also von daher ist immer die Sache, würde ich davon ausgehen, der Trend bleibt ein Trend und die Range bleibt eine Range. So, und wenn man diese Zustände erkannt hat, dann kann man auch überlegen, dass wie lange man das handelt. Und wenn man genau den Markt anschaut, oftmals gibt es genug Hinweise, wo man dann merkt, okay, hier könnte sich was ändern, ich bleibe erstmal weg, bis ich denn den neuen Zustand wieder definiert habe. Wie sieht das Ganze aus?
Klar ist, man sollte feststellen oder ja gewisse Eigenheiten im Markt kennenlernen und die sind immer so, das sind Bilder aus dem letzten Jahr. Und hier sieht man, es kann halt sein, so wie wir es jetzt auch haben, dass der Markt hier in der 15-Punkte-Range rumeiert und sogar in der 15-Punkte-Range gibt es hier sogar leichte Trends, ja, die halt, wo die ich jetzt da nicht anlegen würde, aber der eine oder andere tut das und macht das. Ja, aber dennoch ist es so, dass der Markt halt sich an lokale Hochpunkte mehr oder weniger hält und dann auch diese tiefen lokalen Punkte abhandelt. Und was man hier zum Beispiel im Detail schon sieht, ja, man sieht hier eine Tendenz auf der Unterseite, die am Ende hier nicht nach unten gebrochen wird. Hier sieht man auch wieder eine Tendenz und diesmal kommt dann der Ausbruch auf der Unterseite, das heißt, die Range wird verlassen. Und sowas zu beobachten, im Detail zu analysieren, auszuwerten, wie das dann ausschaut, das macht es dann genau aus, wo man überlegt, okay, hier gehe ich davon aus, hier handle ich keinen Long mehr, weil ich davon ausgehe, dass eventuell unter dieser Struktur der Markt halt bricht. Gut, da hätte man hier keinen Gewinntrade, aber hier auch keinen Verlusttrade. Gleicht sich am Ende aus. Ja. So, das heißt, wenn man das Ganze strukturiert, klar ist, kurzfristige Trader oder kleine Trader können den Markt nicht massiv bewegen, sondern bewegen den Markt halt vorwiegend in einer Range. Und wenn wir halt richtig große Trader am Markt haben, dann haben wir hier Tendenzen. Das heißt, wir haben hier Akteure im Markt, die wesentlich größer sind. Und wenn der Markt halt so wie an der Schnur gezogen nach oben läuft, dann kann man halt auch durchaus mal eine Trendlinie anlegen. Also wie gesagt, kann man schon mal machen. Ich selber handle es nicht, sondern ich schaue hier auf horizontale Preisbereiche, die interessieren mich dann wesentlich mehr. Ja? Gut, also das wie gesagt, das Thema Struktur, dass man das, dass man so versucht, den Märkten Herr zu werden, indem man sich an diese Strukturen hält oder versucht, diese zu finden. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen hier zusammenfassen, dann es ist so, die Frage ist immer, also wer macht was im Markt, ja, wenn ihr sagt, okay, ich möchte da gerne mehr wissen, wir haben einen Special, das zeige ich euch gleich, das heißt, wenn man gerne wissen möchte, was steht hinter der Bewegung, also welche Akteure machen das und wenn sie es machen, wie machen sie das und welche Spuren hinterlassen sie die, dann kann der Grundkurs Scalp Trading für euch interessant sein, ansonsten geht her und wertet einfach ganz viel aus. Macht euch ganz viele Bilder oder nehmt euren Screen auf und schaut, wie verhält sich der Markt und ab wann erkennt ihr auch, wenn der Markt sich verändert hat. Das Schöne ist ja, ihr könnt ja was aufnehmen, ja, euren Chart, Bildschirm aufnehmen von mir aus und dann lasst ihr das einfach mal im Replay, dann wisst ihr ja schon, wie es gelaufen ist und wenn ihr euch das immer wieder anschaut, also ich habe früher mir sowas x-mal angeschaut, um dann einfach zu überlegen, ich wusste, dass der Markt von der Range in den Trend geht, aber wie sah es, bevor der Trend losging, halt aus? Und das muss ich sehen. Und da gibt es manchmal so eine Hinweiskerze. Das ist, manchmal sind das nur so 10 Sekunden, wo ich sage, krass, genau jetzt kommt der Ausbruch. Ein ganz kleines Beispiel dazu. Wir haben jetzt eine, wir nehmen mal hier so eine Range und der Markt läuft jetzt hier im Chart immer weiter oben ran. Und dann gibt es manchmal eine Kerze, die geht runter, sehr schnell und genauso schnell wieder hoch. Also wirklich 1:1 und vielleicht sogar noch schneller nach oben, wie sie davor runtergegangen ist, sodass die Kerze in der Minute eine relativ lange Lunte hat. Ja, es muss jetzt nicht zwingend eine Hammerkerze werden. Ja, wie gesagt, es kann eine Hammerkerze werden. Kann auch so aussehen, die Kerze von mir aus. Und dann, wenn das passiert, da gibt es so einen Aha-Moment und dann weiß man jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit nie, typischerweise würde man dann sagen, okay, jetzt kommt der Ausbruch, jetzt sind wir reif dafür, weil hier nochmal der Markt diese Levels alle rausgenommen hat. Das geht ganz kurz, ganz schnell, einmal fupp, fupp und dann drücke ich da total instinktiv, klicke ich dann die Longs halt rein, weil ich das tausende Male trainiert habe. Und weil ich weiß, was danach kommt, ohne es zu wissen, was danach kommt. Klar, ich weiß es nie. Aber wie gesagt, das ist ein Setup von ganz, ganz vielen. Ich habe euch genau das Gegensetup dafür nachher gleich noch mitgebracht, nämlich wenn der Markt rausgeht und nicht nach oben weitergeht. Ja. Dann ist immer die Frage, also bleibt die Struktur, also bleibt die Range eine Range oder bleibt der Trend ein Trend? Ja.
Und ich sage immer, Range bleibt Range. Also wer mich auch schon länger kennt, der weiß, dass das eine ganz typische Aussage. Also zwei Aussagen habt ihr schon. Schräge Linien für schräge Typen und Range bleibt Range und Trend bleibt Trend. Ja. So, bis das Gegenteil bewiesen ist. So. Und dann ist halt ganz genau zu wissen, also wie macht der Markt was, ja, herzugehen und zu sagen, okay, nicht ich glaube, dass der Markt steigt oder dass der Markt fällt, sondern zu sagen, wie sieht es denn gerade objektiv aus, wenn ich einfach auf einen nackten Chart drauf schaue, was sehe ich, was erkenne ich und dann sich da gewisse Merksätze oder gewisse Aussagen daran festzumachen. Ne? Also läuft der Markt sauber an eine Range-Kante dran, engt sich die Range ein. Als Beispiel kommt der Markt an seinem Ausbruch zurück, entsteht nach dem Ausbruch ein Trend oder war es ein Fehlausbruch? Ja, also all solche Dinge halt sich zu notieren, um dann halt einfach diesen Vorteil rein technischer Natur auf seine Seite zu erlangen. Ich bringe immer das Beispiel, ich mache ja auch relativ viele Live-Tradings und auf meinem YouTube-Kanal gibt es wirklich viele Live-Tradings und da ist es so, dass ich manchmal das Bild anhalte und dann sage, okay, wir haben hier eine Situation XY, der Markt ist, der Tage, gestiegen. So, und dann merkt man, okay, hier kommt er nicht weiter und dann sage ich, okay, wenn jetzt der Markt nicht weiterkommt, dann sehen wir gleich eine scharfe Kerze nach unten. Und dann erkläre ich das, zeichne das, erkläre das aus Sicht der Akteure, was da passiert, warum das passiert, wenn es passieren sollte. Ja, dann lasse ich das Bild weiterlaufen und dann sieht man einige Kerzen dann auch, dass genau dann das kam und der Markt hier dann so eine lange rote Kerze macht, was denn die Realität ist. Also ohne, dass ich es wusste, ja, wenn ich das Bild dann laufen lasse und das passiert genau, dann weiß man, okay, die Erklärung, die ich da gemacht habe, ist jetzt nicht, was ich denke, sondern einfach, was passiert aufgrund der Akteure am Markt. Ja, das macht nicht ich, das machen die anderen. Ja. Und das ist auch im Trading, geht es nie darum, was ich denke, sondern immer, was denken die anderen. Oder was müssen die anderen machen, die, die positioniert sind oder die, die nicht positioniert sind? Das Angebot, was wir hier haben, ist, ihr könnt auf die Seite scalptrading.de gehen, dann seht ihr diesen Scalptrading-Grundkurs, diesen Button. Und wenn ihr auf der Seite, da kommt ihr auf die Seite einkommenstrading.de und wenn ihr auf dieser Seite einfach diesen Code hier eingibt, TMWOT2020, bekommt ihr den Kurs bis nächste Woche Freitag zum Vorteilspreis von 699 Euro. Zum Kurs, es ist ein Mitschnitt von diesem Jahr Mai, da habe ich den Kurs schon mal gehalten und ihr lernt dort zum einen die Chartverläufe besser zu verstehen, also dieses Akteurswissen, darauf aufgebaut, dann detailliert 7 Setups Schritt für Schritt erklärt mit allem Vor und Für und Wider, ja, Vorteile, Nachteile. Dann das ganze Trade- und Stop-Management dazu, aber auch selbst das, wie gesagt, sind in Summe 26 Stunden an Ausbildung, aber auch das ist alles nur ein Anriss, um von dort aus dann einen guten Start im Scalp-Trading zu haben. Ja, also, und wenn man wirklich sehr ernsthaft mit dem Kurs arbeitet, dann habt ihr auf alle Fälle Lehrstoff für ein Jahr circa, also locker 6 Monate. Also ich habe einen Trader gecoacht, weil das, was ihr dort lernt, das habe ich früher nur in 1:1 Coachings gemacht und an der Stelle ist es halt so, dass ich einen Coaching-Teilnehmer habe, der redet auch dort in diesem Grundkurs und der hat gesagt, wirklich erst nach einem Jahr hat er wirklich das verstanden und vor allem verinnerlicht, was ich dort gesagt habe, auch in diesem 1:1-Coaching, was für den damals wesentlich teurer war. Aber wie gesagt, am Ende geht es ja um das Ziel, dass man am Ende das hat. Und wenn man, ich sage jetzt mal, ich habe gestern meine Stoßdämpfer wechseln lassen, die kam ein bisschen mehr als das, ja, und verschleißen halt nur. Hier, wie gesagt, bekommt er halt Haufen Wissen für gerade einen günstigen Preis. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, wie die Lösungsansätze für euch aussehen können im DAX und dann gehen wir gleich noch auf ein Beispiel rein und dann auch nochmal auf ein paar Fragen. Also wichtig ist es, dass ihr hergeht und euch Szenarien erstellt. Wie gesagt, wenn die Zeit noch da ist, können wir nochmal kurz in DAX reingehen. Szenarien erstellen, das Ziel hinter diesen Szenarien ist, nicht zu sagen, ich glaube, der DAX geht bis dahin oder bis dahin. Das machen 90% aller Trader, glauben zu wissen, wohin der DAX geht. Das ist aber ja nicht die Aufgabe als Trader. Klar, es ist es denn, wenn ich dann reingehe, dann sollte der Markt dahin gehen, was ich denn denke oder analysiert habe. Aber am Ende ist das mir vollkommen Wumpe, vor allem im kurzfristigen Trading, wie der Markt halt läuft. Oder wohin der geht oder wo der in 3 Wochen steht, ist mir wirklich komplett egal.
wenn ihr diese Szenarien erstellt habt, also das wäre nochmal, das allein das ist ein Szenario zu erstellen, das sind schon 4 Stunden an Themenstoff, die man da verbringen kann. Also ein Szenario ist einfach, einen Spielplan aufzustellen, eine Route aufzustellen. Gibt es auch durchaus Videos bei mir im YouTube-Kanal, wie man solche Szenarien erstellt. Und zu dem Szenario passen dann Setups erstellen, ja, die halt zu der Struktur passen. Also, wenn ihr eine Range habt, gibt es ein Range-Setup. Habe ich einen Trend, gibt es ein Trend-Setup. Und damit sucht man ja schon auch nicht mehr nach dem heiligen Gral, sondern man sucht immer passend zu der Struktur, nach der Strategie, nach dem Setup, nach dem Regelwerk. Und dazu passen dann ein Trade-Management. Trade-Management bedeutet, wie steige ich ein, also welche Bedingungen müssen im Detail erfüllt werden, steige ich mit einer vollen Position ein, mit einer halben Position, ja, und das übt ihr alles im Demo am besten oder mit kleinster Positionsgröße, wenn er sagt, okay, Demo, da mache ich immer Blödsinn, dann mit kleinster, nicht Kontogröße, sondern mit kleinster Stückgröße üben und dann immer, keine Ahnung, 30, 40 Trades machen oder 50 Trades und dann also handeln, die Trades auswerten, gucken, was war unter diesen Möglichkeiten, wo waren die Fehler, was sollte ich besser machen, das optimieren, wieder handeln, wieder auswerten, optimieren und was kommt danach? Nach optimieren wieder handeln. Ja. Und so läuft das dann, das Ganze. Um das jetzt nochmal alles ein bisschen begreifbarer zu machen, schauen wir uns jetzt nochmal einfach 2 Beispiele an. Wie gesagt, ich habe über 10 Setups in meinem Portfolio, um einfach halt in ganz vielen Situationen ein Regelwerk zu haben, um im Kontext auch einen Trade machen zu können. Ja. Hier sind 2 Beispiel-Trades, wie gesagt, und zwar sind das Trades gegen den Impuls, also sogenannte Fake-Trades, also wo ich drauf setze, dass entweder die Range hält oder nachdem der Markt aus einer Range aus oder versucht auszubrechen, das halt nicht schafft. Ja. Und auf der linken Seite seht ihr den Dow. Ja, der Markt erreicht hier einen lokalen Hochpunkt. Die 1-Minuten-Kerze schließt darunter. Das ist für mich direkt das Signal, zum Schlusskurs einen Short zu eröffnen. Take Profit, 10 Punkte, ein Teil rausgeschnitten. Wie gesagt, wären auch ein paar Punkte mehr drin. Ja, aber das reicht mir dann. Ja. Eine Minute gehalten oder unter einer Minute. Die Haltedauer für 10 Punkte, kurz und schmerzlos. Auf der rechten Seite mal so der DAX, der sieht ja von der Struktur aus, das Bild ist auch vom letzten Jahr, glaube ich, ja, auch aus dem November, wo ich das letztes Jahr auch bei der World of Trading dabei hatte. Aber so sieht der DAX ja dieses Jahr auch wieder im November aus. Vielleicht sieht der DAX im November immer so beschissen aus, wie er jetzt gerade ausschaut. Und hier seht ihr auch, der Markt handelt halt eine Unterstützung halt an, reingegangen, Take Profit, Glück gehabt, ja, plus 10 Punkte, ganz genau erwischt. Handelt dann die oberen Bereich an. Ja, hier wäre ich recht schwer mitgekommen nur. Und dann hier nochmal einen Trade. Der Markt geht da drunter, schließt wieder innerhalb der Trading Range im 1-Minuten-Chart einen Trade rein. Diesmal die Hälfte verkauft mit 10 Punkte und der Rest, ja, hier halt, ich sage jetzt mal vielleicht doof ausgestoppt. Wie gesagt, bin zu blöd, um lange Bewegungen zu machen. Nochmal 20 Punkte. So, das heißt, wenn ich das handeln möchte, dann müssen Voraussetzungen erfüllt werden, damit ich das handeln kann. Und die gehe ich jetzt nochmal mit euch hier durch. Da habe ich es ja doch rechtzeitig alles geschafft. Also, die Frage ist, was macht der Markt, um hier auf der rechten Seite jetzt diese Trades eingehen zu können? Der Markt sollte eine Range machen oder anfangen, eine Range auszubilden. Also kleinere Akteure, das ist der sogenannte Kurzfristhandel. Das heißt, wir haben keine Ordermarkt, wir haben keine großen Marktteilnehmer im Markt, die den Markt von A nach B bewegen, sondern kleine Akteure, die halt gerne mal gucken, ob irgendwo Stops liegen, den Markt mal kurz anreißen, aber wenn da keiner kommt, ja, dann geht es oftmals in die Gegenrichtung. Die Frage ist, was macht der Markt? Also wie macht der Markt was? Er muss im 1-Minuten-Chart Hoch- oder Tiefpunkte testen und bei einem Ausbruch aus der 1-Minuten-Kerze, also aus der Range, muss er innerhalb einer Minute. Ja, man kann das bei anderer Volatilität auch auf einen 5-Minuten-Chart anwenden, dass man sagt, okay, der muss wieder reingezogen werden. Also das der zweite Trade, den ihr hier rechts seht. Der Markt muss definitiv rausgucken und wieder reingehen. Das ist auch so eine optische Täuschung, denn während der Minute sieht ja die Kerze so aus. Die Kerze sieht ja irgendwann mal so aus, wo man denkt, alles klar, das Ding bricht aus,
läuft jetzt ganz weit nach unten. Man hüpft hier emotional gesehen Short rein, haut sich das Ding hier rein und weiß, okay, ah gut, wenn der von hier oben aus wieder runter geht, dann tue ich mal meinen Stop verschieben hier da drüber. Also dahin. Ja, und die Kerze hier ist nur eine logische Konsequenz dessen, dass der Stop-Loss von jemandem, der hier unten oder hier die Short Trades gesucht hat, dass der da ausgestoppt wird. Ja. Und da merkt man, okay, das ist ein Fehler, den Fehler muss ich umdrehen, nach der Struktur überlegen, wie muss es aussehen, damit es halt wirklich durchfällt, wie lange sollte ich warten, wie aggressiv sollte ich sein, ja, das sind Aufgaben, die ihr dann, das sind alles Fragen, die ich euch hier stelle, die ihr für euch, wenn ihr mitgeschrieben habt, dann alle im Detail beantworten müsst, damit das dann vorwärts geht hier für euch. Ja. Und dann ist noch die Frage, wie ist das Management? Also, dass man sagt, okay, von meiner Position bei so Fake-Trades, das kann ja auch mal ausbrechen. Da ist vielleicht auch ein bisschen Risiko drin. Zum Beispiel ist jetzt nur dahingeschrieben, ich handle zum Beispiel da nur 50% meiner Originalposition, weil meine Stärken liegen im Trend-Trading und da gehe ich auf 100% meiner Positionsgröße. Dann kann man definieren, für eine Range handle ich immer mit Take-Profits oder mit nach Chance-Risiko-Verhältnis, also Stop 10 Punkte, Take-Profit 10 Punkte oder ich versuche halt bis an so Ziele zu kommen. Also das ist genau das, worauf ich das dann abziele, das Ganze, dass man sagt, entsprechend dem muss ich hier überlegen, alles für dieses eine Setup ausbauen. Und das genau das, was ich jetzt hier habe, ja, was macht der Markt, also was ist die Voraussetzung für das Setup, wie macht der Markt, also was muss er alles im Detail dann machen und wie manage ich das Ganze, wie ist mein gesamtes Regelwerk drumherum, sind Teile des Grundkurses auch und habe ich für jedes Setup definiert. Wie gesagt, das überlagert sich natürlich auch stellenweise, ja, und heute muss ich darüber nicht mehr nachdenken, ich handle das alles intuitiv einfach dann durch, ja. Nach 20 Jahren kommt nämlich sowas wie Intuition, Erfahrung, Kenntnisse über den Markt, den man handelt, ja. Ist wie mit einer Ehe. Nach 20 Jahren kennt man seinen Partner. Genau. Gut, dann wäre ich sogar soweit durch und hätte Zeit für Fragen. Hier gibt es nämlich noch ein paar Fragen. Na, aber deswegen habe ich ja genau die 8 Minuten noch gelassen. Ich habe dir die ganze Zeit schön auf die Uhr geguckt. Du bist ein Fuchs. Ja. Fuchs. Also ich fange jetzt einfach mal bei Arnold an. Wie kann ich frühzeitig entscheiden? Trend geht in Range. Opa, jetzt er weg. Über und umgekehrt. Also richtig frühzeitig. Die eine Antwort ist halt, man muss einfach dort warten können und am Anfang wird man zuerst, also man erkennt es am Wackeln der Kerze. Das Problem ist, in einem toten Chart, wir haben jetzt hier mal so von Tickmill, machen wir mal hier so einen 1-Minuten-Chart an. Wenn man halt, also eine Möglichkeit, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man überlegen kann, dass der Markt halt wirklich aus einer Range halt rausgeht. Wir nehmen mal hier dieses Beispiel, weil es doch recht interessant ist. Also wir haben hier einen Unterstützungsbereich gehabt und der Markt ist hier einmal reingelaufen und der doch dann recht gut nach oben gegangen. Hier sehr genau das Ganze getestet, hochgelaufen. Und wenn ihr seht, dass der Markt am Ende einer Range vor allem kleine Kerzen und eine kleine Tendenz bildet, dann kann man sich schon mal darauf einstellen, dass da der Fight losgeht. Also da geht der Fight los, dass hier Leute, die long wollen, also Leute, die genau auf das fokussieren, dass der Markt in die Range reingeht und wieder rausgeht, was da vorher passiert ist, dass die entweder nicht mehr da sind oder die Oberseite, also die verkaufen, immer dominanter wird. Das heißt, sobald ihr Tendenzen erkennt, kann man dann überlegen, ob man halt wirklich den Ausbruch direkt handelt oder halt abwartet. In dem Falle wäre es jetzt so, hätte ich jetzt gesagt, okay, ich möchte den Close zumindest einer einzigen Minute außerhalb haben, ja, dann hätte ich das verpasst. Das ist halt so. Ja, aber ein Hinweis ist, dass der Markt
an einer Range kannte, Tendenzen aufzeigt. Und sobald aber die Tendenz gebrochen ist, dann typischerweise die Range wieder rausgeht. Worauf ihr auch achten könnt, ist zum Beispiel auf Außenkerzen. Das heißt, ich zeichne mal hier so eine Range-Unterkante ein. Ihr habt eine Kerze, die ist lang, die läuft dann lang dorthin, so eine schwarze. Und danach schafft es der Markt auf alle Fälle nicht mehr wirklich da hoch. Also der bleibt innerhalb dieser Handelsspanne, oder ich muss die Kerze mal schwarz machen, so, also der bleibt dann innerhalb dieser Handelsspanne, läuft er hin und her. Und wie gesagt, wenn es dann Tendenzen gibt, dann kommt auch irgendwann der Ausbruch. Das heißt, hier so eine Außenkerze, da müsste man hier vielleicht mal im 5-Minuten-Chart gehen, dann könnte man es vielleicht sehen. Also genau, hier seht ihr es, wo der Ausbruch dann kommt. Ist übrigens ganz großes Geheimwissen. Nee, Quatsch. So. Aber es gibt so Leute, die so. Also das ist die Range. Gut, die Range ist ja klar. Und jetzt zeige ich euch die Außenkerze dazu, die nicht mehr gekauft wurde. Die hier. Da. So. Und ihr seht, der Markt bleibt hier innerhalb dieser Außenkerze und damit die Möglichkeit, dass der Markt hier nach unten ausbricht. Jetzt kann man sagen, Mensch, oben hat das genauso gemacht. Ja, genau das Gleiche. Also auch hier, wenn ich das sehe, dann wäre ich durchaus hier auch, solange der Markt dieses hält, bin ich auch dafür, dass der Markt zumindest versucht, hier den Ausbruch zu schaffen. Und da muss er dann sozusagen da rausgehen, dann brauche ich einen Schlusskurs darüber und dann wäre das Ganze okay. Ja. Also das wäre sozusagen das eine Möglichkeit, um da drauf zu gucken, vielleicht schneller den Wechsel hinzubekommen. Ja. Ansonsten muss man halt wirklich abwarten, bis die Struktur da ist, so wie jetzt, ist die Struktur halt da und dann kann man sagen, gut, das hier kann man jetzt vielleicht, wenn die Amis dann aufmachen, als Short-Einstieg im Trend von hier bis da runter handeln und gucken, ob man dann halt damit kommt. Das ist eine Idee. So, nächste Frage. Jetzt habe ich ganz schön lange die Frage beantwortet. Ob du noch was zu deinem Money Management sagen könntest? Ach so, Money Management, also prinzipiell kann man allgemein sagen, also wenn ihr euch im Skype-Trading versucht, und ihr seid nicht profitabel, heißt das Risiko so weit geht wie so stark nach unten setzen wie nur möglich. Denn am Ende ist es ja so, jeder von uns hat meistens ja nur ein, klar, manche haben auch mehrere Accounts, aber es ist halt einfach so, wenn man mit einer Accountgröße anfängt, egal welche Summe das ist, wenn ich bei dem einen sage 10.000 Euro, dann sagt er sich, ach du grüne Neun, ich bin Student, wo soll ich 10.000 Euro hernehmen? Keine Ahnung, der Ingenieur, der bei Porsche arbeitet, der hat halt ein 200.000 Euro Konto, was auch immer. Wenn man mit hohen Risiken halt arbeitet oder mit normalen Risiken arbeitet und man ist nicht erfolgreich, dann geht das Konto halt so nach unten. Ja, das muss jetzt nicht auf Null laufen, aber oftmals ist es dann halt so, dass die Lernkurve, also dass das Geld eher alle ist, bevor man bei der Lernkurve das Tal durchschritten hat. Also bei der Lernkurve ist es halt so, man lernt und während man lernt, dauert halt, bis man Prozesse implementiert hat, integriert hat, ja, bis das halt nach oben geht, also bis das alles sitzt, auf gut Deutsch, was man gelernt hat. Ja, Lernen ist erstmal anstrengend, kostet Energie, ist nervig, Veränderung. Mehr kennt jeder, der Kinder hat, kennt das ja, Schule und Lernen, ja, ganz sind da auch genau so eine Themen. Und im Trading ist es genauso, man muss erstmal lernen. Das heißt, dann geht es nach unten und es ist halt schade, wenn man eigentlich jetzt hier steht und der Account ist dann schon platt, ja. Und man ist dann raus und kann gar nicht die Früchte oder die möglichen Früchte gar nicht ernten, weil man den Account vorher platt gemacht hat. Deswegen Risiko runter und das so runtergeben. Für das Skype-Trading empfehle ich, das ist jetzt von der Accountgröße her nicht für den Anfang vielleicht okay, dass man sagt, Risiko runter vom Depot auf 0,3%. Ich bin es anders angegangen. Ich habe, nachdem ich im Demo geübt habe und wusste, ich bin profitabel, also ich habe 3 Monate mit ganz kleinen Summen gehandelt und habe jeden Monat meine Ziele erreicht. Und danach habe ich die Positionsgröße nach oben geschoben und ich habe meins immer am Geld festgemacht. Also ich habe gesagt, keine Ahnung, ich dividiere einfach einen Verlust im Depot von 30%, dürfen halt 20 Trades, die in Folge ins Minus gehen, weil im Skyping kann schon auch mal sein, dass man 3, 4, 5 oder auch 10 Trades in Folge mal verlustig ist, ja, wenn man ja, keine Ahnung, am Tag 50 Trades macht. Und da darf ich halt nicht mehr als 30% verlieren. Das ergibt eine gewisse Summe. Und dann kann man in der Summe handeln.
Wer aber im Skype-Trading schon erfolgreich ist und nicht nach vorne kommt, der muss da, sollte überlegen, ob er das Trade-Management umwandelt und sagt, ich habe ein Risiko von am Tag, auch die Summe ist nur beispielhaft. Also mein persönliches Risiko am Tag sind minus 1.000 Euro. So. Das ist mein Risiko, was ich habe, und innerhalb dieses Risikoparameters kann ich mich frei bewegen. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit einem Trade 1.000 Euro riskiere. Meistens riskiere ich wahrscheinlich mit einem Trade gerade mal 100 Euro oder 200, aber ich kann einfach mich in diesem Risikopuffer frei bewegen und habe meine Positionsgröße, bestimme ich auf die Volatilität und handle dann entsprechend meiner Setups, ja, und versuche halt entsprechend dann diese Setups umzusetzen. Ich habe jetzt kein Risiko Money Management, wie man das aus dem Lehrbuch kennt. Hier setze deinen Stop dahin, lege das Ziel dahin, CAV 1, Positionsgrößenbestimmung, bliblablub. Dafür ist im Skype-Trading keine Zeit. Ja, man kann halt sagen, auch, oder eine Alternative wäre auch zu sagen, wir haben eine Volatilität, eine ATR, und dann berechnet das an die ATR. Das heißt, meine Schwankungsbreite im DAX sind 30 Punkte in 5 Minuten. Ich will da nicht mehr als 300 Euro verlieren, also darf ich maximal 10 CFD handeln. Mit ein bisschen Risikopuffer handle ich halt 3 oder 3 mal 3. Ja, das ist halt, das sind so Möglichkeiten. Ja, aber da muss man auch seinen persönlichen Weg halt finden. Im institutionellen Handel ist es so, es gibt nur einen Risikopuffer. Und der ist bekannt, den kann jeder für sich setzen, und innerhalb dessen, der sollte auch so gewählt sein, dass der nicht nach einem Trade aufgebraucht ist. Wenn er nach einem Trade aufgebraucht wäre, wäre halt Schluss für den Tag. Ja, und innerhalb dieses Risikopuffers sollte man dann versuchen, seine Arbeit zu erledigen und seinen Tag zu managen. So, oh, jetzt sind wir über die Zeit. Jetzt ist die Elena schon eingeschlafen. nee, das wäre ich schon vor langer Zeit, wenn es so wäre. gar kein Problem, Heiko. Ich glaube, das vergibt uns der Martin. Martin Görsch ist nämlich auch schon hier bei uns mit dabei. Der Martin, der ist doch ein ganz Lieber, der macht doch. Der ist doch da. also es gibt noch mehrere Fragen, aber die schaffen wir nicht alle. Eine hätte ich jedoch noch. Ja. Und zwar, vermisst du das Vollzeit-Trading? Jein. Also es ist so, ich handle früh noch eine Stunde und mehr Zeit bleibt aber nicht. Ich habe mich irgendwann, also mein Werdegang war, ich war auf dem Bau, bin gelernter Zimmermann, habe dann Fachabitur nachgemacht, habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht, habe 10 Jahre ausschließlich für mich alleine gehandelt, habe in einem Forum geschrieben bei Wall Street Online, und dann war es so, dass mir so langweilig war. Ich habe jeden Tag mein Geld verdient und habe gemerkt, mir fehlt was, und ich habe echt überlegt, ob ich meinen Beruf aufgebe, weil ich manchmal erst zum Mittag das erste Wort geredet habe, und Geld ist nicht mein Hauptmotivator, musste ich dann irgendwann mal feststellen, nachdem ich in mich gegangen bin. Und die Konsequenz war, im richtigen Moment, wo ich mich schon umorientieren wollte und den richtigen Job mit Arbeitskollegen wieder anfangen wollte, weil nach 10 Jahren ohne Arbeitskollegen, es war echt nicht mehr motivierend. Und da kam Gottmut Trader und hat dann gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Schreib mal was über Skype Trading. Wir haben im Netz was von dir gelesen. Und damit habe ich dann die öffentliche Karriere begonnen. Und ich muss sagen, mir macht das jetzt so viel mehr Spaß. Klar ist, und das da versteht, denke ich, auch jeder, dass ich jetzt, dass meine Haupteinnahmequelle gar nicht mehr Trading sein kann. Ist auch nur logisch. Ja, aber trotzdem. Ja, irgendwann muss man sich entscheiden. Ich habe mich dann entschieden, ich möchte weiter mit Kunden arbeiten, und ich trade halt morgens meine Stunde. Ich veröffentliche gerne mein Trading, damit man einfach sieht, okay, das, was ich auch lerne oder lehre und schule, das funktioniert. Und jetzt bin ich ganz froh, sonst hätte ich ja dich nicht kennengelernt, Elena. So. In der Tat. Ja, in der Tat. Und das macht wirklich viel mehr Spaß, und das motiviert mich auch. Und was mich am meisten wirklich motiviert, und das finde ich total toll, wenn ich Coaching-Teilnehmer habe, die dann wirklich gesagt haben, jetzt, ich hab's. Ja, und ich habe mit manchen Coaching-Teilnehmern 5 Jahre lang zu tun, und das war so ein Krampf und Kampf, und jetzt zu sagen, hier, ich hab's endlich gepackt, oder jetzt ein Coaching-Teilnehmer, der hat es nun auch geschafft, sogar vom CFD-Handel dann irgendwann, ich darf es ja wohl sagen, auch mal in den Future-Handel zu gehen und ist jetzt im Future-Handel erfolgreich, den habe ich gecoacht. Und das freut mich halt, dass man die Zahl derer, die nämlich man immer ausweist bei jedem Broker unten,
ja, 80% sind nicht erfolgreich, dass diese Zahl nach unten geht. Das ist mein Ziel. Genau. Das ist auch das abschließende Wort. Ne? Ja. We want traders to succeed. Genau. Ja, und dafür gebe ich halt gerne was und versuche euch da zu unterrichten, weiterzubilden, zu helfen, zu unterstützen, dass das halt einfach mehr wird. Ja, also mir sind das viel zu viele, die nicht erfolgreich sind. Und ich sag mal so, wenn jemand aus 20 Jahre Vollzeit oder 10 Jahre Vollzeit-Trading plus, jetzt bin ich halt Halbzeit-Trader, aber ich trade trotzdem jeden Tag, wenn man da einfach daraus berichten kann, ist das eigentlich. Hoffe ich, dass das einfach mal auch bei dem einen oder anderen Klick macht und man auch merkt, dass das hier Hand und Fuß hat und aus der Praxis kommt und jetzt nicht aus der Theorie. Das ist mir ganz wichtig. Gut. Ja. Ganz lieben Dank. Genau. Letzte Folie noch für die, die wirklich sagen, Mensch, Heiko, die Frage musst du beantworten. Ich will eine Antwort auf diese Frage haben. Ihr habt hier meine E-Mail-Adresse info@scalp-trading.de. Sei es zu dem Kurs oder jetzt eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten konnte. Obwohl, ich kann ja hier dabei bleiben und die Frage noch beantworten per Chat in dem Raum, oder? Das ist doch eine fantastische Idee. Das mache ich doch noch. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann beantworte ich die Fragen. Super gut. So, jetzt will ich aber den Martin auch zu Wort kommen lassen. Und ich mache mich mal hier vom Acker. Es hat mich riesig gefreut, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen konnte aus dem Webinar.